Die Sommerwelle haben wir prognostiziert. Ich bin selbst auch von der Sommerwelle nicht überrascht worden, weil wir gesehen hatten, dass in Südafrika die derzeit in Deutschland Bedeutung gewinnende Variante BA5, aber auch BA4 sich auch bei hohen Temperaturen stark ausbreitet. Das heißt, wir haben hier nicht den sonst zu erwartenden sommerlichen Temperatureffekt auf das Ausbreitungsgeschehen zu erwarten, nicht in dem Umfang zumindest. Wir müssen daher davon ausgehen, dass wir in dieser Sommerwelle auch relativ hohe Inzidenzen haben können. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir hier mehrere Faktoren haben, die Grund dafür sind, dass man nicht hier in Panik geraten muss, sondern diese Sommerwelle zwar ernst nehmen muss, aber wir sind nicht also existenziell gefährdet. Es besteht keine Notwendigkeit, hier in Panik zu geraten, oder es ist kein Alarm notwendig. Zum einen ist es eine Omikron-Variante, das heißt, sie verläuft harmloser, besser als die Varianten vom Delta-Typ. Zum Zweiten, sehr viele Bürger sind bereits geimpft und bei stattgehabter Impfung ist der Verlauf erneut harmloser, als wenn man ungeimpft wäre. Die Impflücken sind langsam, schließen sich langsam. Und zum Dritten, wir haben mittlerweile auch einen großen Teil von Genesenen und insbesondere diejenigen, die genesen sind von der BA2-Variante, sind wahrscheinlich gegen die BA5-Variante, zumindest was den Verlauf angeht, relativ gut geschützt.